Hallo, ausprobiert. Was ist am 14.08.2016 alles Wichtiges passiert? Ich habe selber keinen blassen Schimmer. Aber Fakt ist, dass das der Tag war, an dem ich mein Video zur BET1 Bodyguard-Matratze online gestellt habe. Und seitdem haben über 100.000 Leute dieses Video angeguckt. Wir hatten über 100, über 300 Kommentare, was eine riesige Resonanz darstellt. Und das ist Grund genug dafür, dass wir nochmal darauf zurückkommen und einen Langzeiterfahrungsbericht, Follow-up-Video dazu machen. Das ist jetzt Sinn und Zweck dieses Videos. Und ich würde gerne eben dieses etwas strukturieren. Ich würde zunächst gerne auf die aktuelleren Stiftung Warentest-Testergebnisse eingehen. Dann würde ich gerne die ein oder andere Frage aufgreifen und auch Veränderungen thematisieren, die es bei dieser BET1 Bodyguard-Matratze seitdem gegeben hat. Und dann würde ich gerne das Ganze noch um meine individuellen Erfahrungen erweitern. Kommen wir jetzt erstmal zum Heft September 2016, das am weitesten zurückliegende, wo eben Boxspringbetten und Internetmatratzen behandelt wurde. So sieht das Ganze aus. Und was wurde denn da jetzt ermittelt? Also erstens, zum Thema Boxspringbetten. Man meinte immer, dass das so der Goldstandard des Schlafens wäre. So werden diese Produkte immer beworben. Dieser Test sollte vielen Verbrauchern die Augen öffnen, weil dem ganz offensichtlich nicht so ist. Die beste vergebene Note in diesem Test war ein Testgesamturteil von 2,6, also befriedigend plus könnte man das Ganze auch nennen. Erzielt von dem Phenobed Continental Aurea, so schreibt man dieses Produkt, falls sich jemand dafür interessiert. Wie wurde das bewertet? Liegeeigenschaften in Ordnung, 2,4. Seitenschläfer, nee, Rückenschläfer fühlen sich auf diesem Boxspringbett etwas wohler als Seitenschläfer. Schlafklima in Ordnung, Haltbarkeit in Ordnung, Bezug in Ordnung, Gesundheit und Umwelt etwas schlechter. Es befinden sich Schadstoffe in dem Produkt, deswegen gab es auch eine Abwertung, Handhabung ausreichend und Deklaration und Werbung gut. So, das zum Testsieger. Dann muss man auf die andere Seite gucken, was da mit den anderen Produkten war. Circa ein Drittel der getesteten Produkte wurde abgewertet aufgrund einer mangelhaften Haltbarkeit. Es fand sich schon nach kurzer Zeit eine Kuhlenbildung bei diesen Boxspringbetten und das kann einfach nicht sein bei dem Preisniveau. Und das Zweite, was eben häufig zur Abwertung geführt hatte, ist tatsächlich dieser Punkt Deklaration und Werbung. Wenn man sich das hier unten guckt, einmal anguckt, hier diese Zeile, mangelhaft, 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 mangelhaft. Das sind die 11 der 12 getesteten Produkte, die eben nicht der Testsieger sind. Überall fand da eine Abwertung statt. Und warum gab es da eine Abwertung? Weil zum Teil Härtegrade nicht angegeben waren oder aber weil es keine Textilkennzeichen des Matratzenbezugs gab. Insgesamt aus meiner Sicht schon ein bisschen zweifelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es auch nur 10% zählt und dann so eine exorbitante Abwertung, die dann zu befriedigenden und ausreichenden bzw. mangelhaften Testurteilen führen oder das Ganze eben unterstützen, das hat für mich immer einen faden Beigeschmack. Aber das Grundsätzliche, die grundsätzliche Aussage bleibt schon erhalten. Boxspringbetten sind auf der einen Seite teurer und auf der anderen Seite nicht besser als ein Standardbett mit einer richtig guten, ordentlichen Matratze. Und deswegen gehen wir jetzt weiter zu dem zweiten Test in dieser Ausgabe. Da muss man einmal nur umblättern. Das sind dann die Internetmatratzen, die da mal genau unter die Lupe genommen wurden. Headline unter Angebern. Wer wurde da jetzt getestet? Auf der einen Seite Schaumstoffmatratzen, auf der anderen Seite Latexmatratzen, beide eben von Internetanbietern. Schaumstoffmatratzen Smooth und Eve und Latexmatratzen Bruno, Moon, Emma. Die Testergebnisse, die da vergeben wurden, die sind auch nicht so schmeichelhaft. Die reichen von gut 2,3 bis mangelhaft 4,7. Was wurde da jetzt kritisiert und abgewertet oder was hat zur Abwertung geführt? Auf der einen Seite das Thema Gesundheit und Umwelt bei der Eve. Da hat man was gefunden, einen Stoff, der in Großbritannien erlaubt ist, aber bei uns in Deutschland sollte der nicht vorkommen. Und das wurde aus meiner Sicht auch völlig zu Recht kritisiert. Andere Elemente, die zur Abwertung geführt haben, sind auch in diesem Fall wieder Deklaration und Werbung und zum Teil auch die Handhabung. Und auch da denke ich mir dann beim Durchlesen, naja, muss es wirklich so hart sein, weil diese Urteile ja auch immer eine wirtschaftliche Wirkung nach sich ziehen. Da hätte
ja, so die softere Variante auch ihren Sinn und Zweck erfüllt. Warum? Weil auch hier die Grundaussage des Tests erhalten bleibt, nämlich alle getesteten Varianten aus dem Internet können nicht mit der Bed 1 Bodyguard-Matratze mithalten. Weder in Bezug auf die Liegeeigenschaften, noch in Bezug auf den Preis. Die sind nämlich alle so circa doppelt so teuer wie die Bodyguard-Matratze. Und von dem her, die Bed 1 Bodyguard-Matratze ist weiterhin die beste jemals getestete Variante. Februar 2017 dann der nächste Test. Federkernmatratzen im Spezialfall. Wir haben hier ein recht erfreuliches Ergebnis, muss man sagen. Also durch die Bank ordentliche Ergebnisse und das Ganze auch zu einem aus meiner Sicht sehr attraktiven Preis für die einzelnen Matratzen. Preis-Leistungssieger ist für mich die Lidl Meradiso 7 Zonen Tonnentaschen-Federkernmatratze mit dem Gesamturteil 2,4. Kostet 100 Euro für die 90x2 Meter Matratze. Also wirklich ein super Ergebnis. Die Mali Polar und FAN Sunline T als die beiden noch vorher platzierten Matratzen, die erzielen unwesentlich besseres Ergebnis. Man kann grundsätzlich sagen, dass die Mali sich besonders für Leute eignet, die auf der Seite schlafen. Wenn jemand eher Rückenschläfer ist, dann würde ich auf die Lidl-Variante ausweichen. Oder wenn jemand unbedingt ein Markenprodukt haben will, dann halt auf die FAN Sunline T. Was bei dem Test auch interessant ist, ist, dass man auch wieder auf die rechte Seite guckt, bei den ausreichend oder, nee, ausreichend gibt es gar nicht, bei den befriedigenden Matratzen. Warum? Weil es da auch wieder ein paar komische Abwertungen gab aus meiner Sicht. Zweite preislich sehr interessante Variante ist die Traumknecht TFK. Die hat Gesamturteil befriedigend bekommen. Liegeeigenschaften auch gut 2,4. Alles andere hat auch gepasst. Wo ist da die Abwertung erfolgt? Bei der Handhabung, da hat sie eine 4,0 bekommen. Und warum? Weil sie keine Griffe hat. Na gut, vielleicht braucht nicht jeder Griffe, um die Matratze ordentlich transportiert zu bekommen. Dann ist das auch nochmal eine echte preisgünstige Alternative aus meiner Sicht. So, und das wäre es in Kurzform vom Februar 2017 gewesen. Jetzt kommen wir zum aktuellsten Test. Im September 2017 dann wieder Schaumstoffmatratzen getestet, nach den Federkernmatratzen. Zurück zum Schaumstoff. Und was kann man zu diesem Test sagen? Auch hier eigentlich ein ordentliches Bild. Wir haben als Testsieger die Casper-Matratze, die bei diesem Internet-Test damals gar nicht aufgetaucht ist, gefolgt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Matratzen mit der Testnote 2,5. Also Casper 2,3, der Rest der genannten 2,5. Was ist da aus meiner Sicht die interessanteste Alternative vom Preis-Leistungs-Verhältnis? Die IKEA Morgendal Schaumstoffmatratze mit dem Testergebnis 2,5. Aber ja, es bleibt weiterhin dabei, dass die beste jemals getestete Matratze die Bodyguard bleibt mit dem Gesamturteil gut 1,8. Wir können also zusammenfassen. Über ein Jahr vergangen, mehrere Nachtests, die guten Ergebnisse von der Bed 1 Bodyguard-Matratze immer wieder bestätigt. Es hat sich einiges getan. Es gibt einige Alternativen, die wirklich auch in Frage kommen. Wenn mich jetzt jemand danach fragen würde, welche Matratze er aktuell in die engere Wahl ziehen würde, dann ist es auf jeden Fall die Bodyguard-Matratze. Die habe ich ja schon. Dann auf der anderen Seite würde ich mich hier an die Lidl Meradiso 7 Zonen Tonnen Taschen Federkernmatratze ranwagen, die einfach preislich sehr attraktiv ist. Oder hier aus diesem Test bei den Schaumstoffmatratzen auch etwas günstiger als die Bodyguard-Matratze, die IKEA Morgendal. Oder Morgedal, Entschuldigung, nicht Morgen, sondern Morgedal. Ja, also die Matratzen, die würde ich mir genauer angucken. Und beim Rest muss ich sagen, ich zahle viel mehr, bekomme aber keine bessere Leistung und deswegen ist es für mich raus. Das war der erste Teil zu den Warntests. Jetzt komme ich zu den Fragen, die sich unter diesem ersten Video immer wieder befunden haben. Erste Frage, die immer wieder kam: Hat die Bodyguard tatsächlich so gestunken? Antwort: Ja, die Bodyguard hat tatsächlich so übel gerochen.
Es war nicht an Schlaf zu denken in den ersten Wochen. Das lag nicht daran, dass wir da oben in unserem Dachgeschoss die Fenster nicht ausreichend geöffnet hatten. Ganz im Gegenteil. Nach dem Video, nachdem ich das abgedreht hatte, war dieses Fenster tageweise geöffnet, also einen kompletten Tag. Und das nicht nur ein Tag, nicht nur 2 Tage, nicht nur 3 Tage, sondern ich glaube fast 2 Wochen. Und dann haben wir uns hoch bewegt und außerhalb unseres Schlafzimmers, weil wir diesen Geruch nicht hier runter transportieren wollten, oben auf der Matratze ein paar Nächte verbracht. Und der Gestank war echt immer noch übel. Er wurde zwar von Tag zu Tag besser, aber er war generell gesehen nicht akzeptabel. Warum haben wir nicht gleich zurückgeschickt? Ganz einfach, weil wir gemerkt haben, okay, es wird immer weniger, und auf der anderen Seite, weil wir den organisatorischen Aufwand gescheut haben. Es ist nämlich nicht so, dass wir da einfach zur DHL-Station gehen und die Matratze zurückgeben, sondern da kommt dann eine Spedition und du musst mit der Spedition einen Termin vereinbaren. Und das ist einfach nicht so einfach möglich, wenn du Arbeit hast oder beide Arbeit haben und keiner zu Hause ist. Also deswegen haben wir das nach hinten verschoben, und je weiter wir das Ganze eben dann zeitlich bewegt haben, desto besser wurde es. Und letzten Endes haben wir die Dinger behalten und wir haben es nicht bereut. Und das ist ja dann auch ein Zeichen für die guten Liegeeigenschaften, die diese Bodyguard-Matratze mitbringt. Zweite Frage, die sehr häufig gekommen ist, lautet: Warum sagst du die ganze Zeit, dass die Bodyguard weich vom Härtegrad H2, H3 aufweist, wenn noch auf der bet1.de Homepage von H2, H2 Plus die Rede ist? Antwort: Weil sich Dinge im Zeitverlauf verändern. Also, als wir diese Matratze gekauft haben und als wir dieses erste Video gedreht haben, hat bet1 diese Matratze Bodyguard weich mit dem Härtegrad H2, H3 beworben. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt spricht man nicht mehr von H2, H3. Hat man ja auch in dem Video gesehen, dass diese Matratzen auch tatsächlich unterscheiden. Und wenn ich mich hier auf die vermeintliche H3-Seite meiner Frau lege, dann komme ich nicht ansatzweise an die H3-Seite meiner normalen Bodyguard ran. Dementsprechend hat man da, glaube ich, jetzt gemerkt, dass man auch eine Anpassung vollziehen muss, weil wenn diese Matratze von der Stiftung Warentest, also die Bodyguard weich, getestet worden wäre, dann hätte man, glaube ich, nicht dieses tolle Ergebnis erzielen können. Allein schon, weil dann abgewertet werden würde wegen der Falschangabe dieses Härtegrades. Also nicht mein Fehler, sondern die Dinge haben sich einfach im Zeitverlauf verändert. Jetzt ist es tatsächlich so: Bodyguard weich, Härtegrad H2, H2 Plus. Dritte Frage, die mal an mich herangetragen wurde und im ersten Video nicht geklärt wurde: Sind die Bezüge waschbar? Und die Antwort darauf lautet: Ja, sie sind waschbar, und wir haben sie auch bereits mehrmals in unsere handelsübliche Waschmaschine gebracht und gewaschen. Und das funktioniert ganz hervorragend. Also man kann diesen Bezug abnehmen, und dann wäscht man ihn dann halt, und last but not least wird er dann wieder angebracht. Wir können das gerne auch mal ausprobieren, oder ich kann euch das zeigen, kein Thema. Und dann sieht man auch mal, wie unser Matratzenkern ausschaut. Und wir können die Überleitung zu dem dritten Videoteil machen, nämlich den Erfahrungswerten. Gut, also dann wollen wir mal Testergebnisse mal zur Seite. Und dann ziehen wir das Bett ab. Und dann gibt es halt diesen umlaufenden Reißverschluss. Jetzt muss man bloß den Anfang finden. Ach, ich Blindfisch. Und da ist er. So, und dann hätten wir jetzt hier unsere Matratze und hier den abgenommenen Bezug. Und den gibt man jetzt einfach in die Waschmaschine. Sogar waschbar bis 60 Grad, was top ist. Aber zurück zum eigentlichen Thema der Matratze. Also hier sieht man sie jetzt. So sieht eine Bodyguard aus, nachdem sie über 365 Tage in Anspruch genommen wurde aus.
Wir haben hier einerseits diesen für die Bodyguard typischen Matratzenaufbau mit diesen zwei Liegehärten. Hier unten die graue Seite ist die H3-Seite. Ich schlafe aktuell und auch schon seit einem halben Jahr sogar auf der H4, auf der härteren dieser beiden Varianten. Und ich bereue das auch keine Nacht. Wenn man einmal Rückenprobleme hat, glaube ich, merkt man insgesamt, dass man auf härteren Unterlagen einfach angenehmer schläft. Ich kann bezüglich der Haltbarkeit eigentlich nur sagen, dass wir hier absolut keine Kulenbildung vorfinden. Was ich auch super finde, ist der Umstand, dass man bei dieser Bodyguard eben nicht das Gefühl hat, dass man am Anfang der Nacht super schläft und am nächsten Tag wacht man irgendwie gerädert auf. Ganz im Gegenteil, sehr, sehr angenehm. Man sieht auch, glaube ich, dass diese Matratze tatsächlich benutzt wurde. Also wir haben hier oben den Kopfbereich, das ist deutlich heller als hier in diesem Körperbereich und hier hinten am Fußbereich wird es dann auch wieder heller. Also da in diesem mittleren Bereich findet die hauptsächlich, es hauptsächliche Belastung statt. Ja, von der Mullbinde hier, das ist so Standard bei diesen Matratzen, sollte man sich nicht irritieren lassen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Qualitätskriterium, wenn hier diese Mullbinde so kleinere Risse aufweist. Das ist, glaube ich, einfach hinzunehmen. So, das wären auch so meine Erfahrungen gewesen. Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Ich bereue meine Kaufentscheidung überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, das war eine meiner besten Entscheidungen, die ich in den letzten 1,5 Jahren getroffen habe. Meine Frau auch nicht, die Bodyguard weich hat, also auch an der Stelle ein positives Feedback. Wir gehen jeden Abend sehr, sehr gerne zu Bett und wachen auch erholt auf. Es ist sogar so, dass wenn wir auswärts schlafen, es immer so ist, dass wir uns auf unser Heimbett zurückfreuen. Wir hatten noch nie wirklich in den letzten 1,5 Jahren das Gefühl, dass wir in einem Hotel besser geschlafen haben, als wir es hier in unseren eigenen vier Wänden tun würden. Auch da kann man mal den Hoteliers vielleicht mal einen Tipp geben. Diese teuren Matratzen, die ihr da zum Teil verwendet und bewerbt, die kommen nicht an an diesen Testsieger heran. Ich bin von diesen übrigen Warentests auch recht angetan. Also man erkennt, dass sich da was tut. Dieses Qualitätsniveau im Feld Matratzen, glaube ich, hat sich verbessert. Man merkt auch, dass die Konkurrenz durch Bett 1, die sogenannte Antikartell-Matratze, gekitzelt wurde und dass man da entsprechend nachlegen will. Für uns als Verbraucher ist das nur, soll es nur gut sein. Ich habe noch eine Frage, die ich nicht geklärt habe in diesem Video, die aber immer häufig oder immer wieder genannt wurde und die geht in Richtung, was befindet sich denn jetzt unter dieser Matratze? Welchen Lattenrost verwendest du? Und an der Stelle kann ich mal kurz das Geheimnis lüften. Hier sieht man es, es ist ein fester, ein starrer Lattenrost. Nichts Spezielles, aber das ist auch das, was die Stiftung Warentest empfiehlt. Warum, weshalb, wieso, gibt es in einem extra Video. Abonniert den Kanal, dann werdet ihr das nicht verpassen. Ich werde es an der Stelle dann auch nochmal verlinken. Also das gibt nochmal ein extra Video. Ich hoffe jetzt an der Stelle, wir haben genug geredet, habt ihr einige für euch hilfreiche Informationen rausziehen können. Die Matratzensuche und der ganze Kaufvorgang ist manchmal echt nervig und lästig. Ich hoffe trotzdem, dass ich diesen beschwerlichen Weg für den einen oder anderen abkürzen konnte. Falls dem so ist, ich freue mich über jedes Like, ich freue mich über jeden Kommentar, falls es noch Fragen gibt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dieses Video teilt und wenn ihr meinen Kanal abonniert, noch viel mehr. Dann würde man sich wiedersehen. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss und Servus bei Ausprobiert.